Hallo zusammen, willkommen auf meinem Channel. Ja, ich habe es geschafft, ich bin in der Top 10. Und ich danke euch tausendmal, dass ihr für mich fleissig gewotet habt und mich unterstützt habt. Ich danke euch tausendmal. Ja, bevor ich da zu Blabla mache, ich wollte euch zeigen, was ich alles bekommen habe für die Top 10 von der Nix, das riesige Paket. Schauen wir doch zusammen mal rein, was alles drin ist. Also ich habe wirklich nur oberflächlich mal reingeschaut. Kurz, ich habe es zwar aufgemacht und ich habe noch keine Ahnung von den Produkten. So, das wie immer, danke vielmals. Dann haben wir wieder Cream Colors drin, SFX Cream Colors. In Gold, Gelb, Rot, Schwarz und Weiß. Dann haben wir einen Primer. Das tut immer so leuchten, dass man es einfach nicht kann lesen. Dann SFX Setting Powder. Ja, das ist schon gut. Das haben wir letztes Mal abbekommen. Meins ist aber schon fast leer, weil ich das so toll finde. Also habe ich jetzt wieder einen neuen. Dann der, oh mein Gott, das ist der HD Studio auch Powder. Aber der ist HD, also der ist noch feinkörniger als sonst. Und das gibt ein mega schönes Hautbild. Dann haben wir Wimpernzange! Mega Zufall, und meine, die ich hatte, die war nicht mehr so gut. Und ich wollte mir eine neue kaufen, weil das Gummibändchen da nicht mehr schön war und es nicht mehr richtig zugegangen ist. Das ist toll. Das kann ich wieder brauchen. Dann haben wir Foundation Mixer. Da kann man einfach in die Foundation reinmixen, so wie ich das verstanden habe. Ja. Um den Ton anpassen. Cool, dass es so etwas gibt. Dann der Pigment Primer. Das ist der da. So, der tut man zuerst drauf. Und dann kann man loses Glitzer drauf tun. Und das hebt. Dann Cream Lipstick. Cream Lipstick. Das ist Mascara. Dann der Jumbo Eye Pencil in Milk. Da habe ich so schon so oft gesehen, so YouTubers, die mit dem so vorzeichnen. Und dann habe ich gedacht, komm, ich kaufe mir den auch, der ist mega gut zum Vorzeichnen. Und das ist perfekt, denn den kann ich jetzt für meinen jetzigen Look, den ich machen möchte, brauchen. Dann haben wir Lashes, 3 sogar. Und ihr seht das, es tut voll reflektieren. Die sind ein bisschen stark, die sind ein bisschen dünner. Und die sind so ein bisschen mittel. Das reflektiert mega. Dann der Drop Primer, der tönt ist, glaube ich, ja. Ich habe das eben mega gerne, wenn es so Pipetten hat zum Duftdruck. Ich weiss auch, das gefällt mir so. Ich habe das mega gerne. Dann Long Lasting Setting Spray. Dann der Setting Spray Matte Finish.
dan Jumbo Eye Pencil Purple. Dan gaan we cream lipstick, nogmaal een. Lip primer. Wauw. Zo dan voor bijvoorbeeld met lippen aanmaakt. Dan heb je het sogar nog beter. Hoewel ik vind die alle NYX lipstift hebben mega goed. Wirklich. Also die hebben het schon zo goed. En dan nog met dem. Kom je even schwimmen. Dan nogmaals Jumbo Eye Pencil Black. En Jumbo Eye Pencil in Rust. Dan hebben we Make-up Remover. Om zich abschminken. Twee Komponenten. Also voor de schüttelen. Dan hebben we een eyeliner. Ah. Pro Foundation Mixer. Auch Foundation. Die dunklere. Dat is cool, dan kan man sicher das alles ein bisschen zusammenmischen. Ja. Dan hebben we. Born to Glow Highlighter. Einzelne. Also ich werde das sicher auch noch alles ausprobieren. Und dann bei Instagram könnt ihr dann schauen. Dann Pigmentpalette haben wir, also Lidschatten. Nochmal Pigmentpalette in andere Töne. Off Tropic Eyeshadow Palette. Hier da. Und die Farbe. Nice. Nochmal so eine in andere Farbe. Wow. Das sind coole Farben. Dann haben wir Liquid Liners. In andere Farben. Grün, Weiß, Violett, Orange, Gelb, Rosa und Blau. Und dann haben wir von der L'Oreal wieder Color Vista bekommen. Diese Farben sind noch nicht. Um natürlich die Haare zu färben, egal ob dunkle oder helle Haare. Da steht es ja drauf. For Blonde and for Brunettes. Ich weiss, es spiegelt. Ich sehe es nicht, aber darum sage ich es euch. Also für Blondes und wenn es drauf steht, ist für Braun. Oh mein Gott, ist das eine riesige Palette. Also Palette liebe ich echt. Ich liebe alle Paletten. Also das ist wirklich die jüngste Farbe. Von hell bis dunkel bis ja, mein Licht. Mein Licht tut sich darauf reflektieren. Es ist so ein rundes Licht, haben wir sicher schon gesehen, falls ihr so interessiert. Es reflektiert einfach mega. So, dann haben wir noch zum Schluss Pigments, Blau, Lila, Grün, Grün, Königsblau, Rose Gold. Dunkleres Violett, Blau und nochmal ein anderes Violett. Das wäre es eigentlich. Das sind all die Produkte. Ich habe mega Freude an denen. Und
Ich hoffe, ich kann bald das Video hochladen für die nächste Challenge, sobald ich fertig bin mit dem Ganzen. Und ich hoffe, ihr könnt wieder für mich ganz fest voten, so wie ihr das letzte Mal gemacht habt. Ich danke euch 1000 Mal dafür. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!